Diese Sendung präsentiert Ihnen die Münchner Bank, die Herzensbank der Münchner. Liebe Zuschauer, schön, dass Sie Ihren Lieblingssender eingeschaltet haben. Ja, seit 11.11.11 11 Uhr läuft der Münchner Fasching. Ja, leider nur virtuell. Aber umso mehr freue ich mich, dass der Präsident der Münchner Haller heute hier ist, Günter Grauer. Wir kennen uns so lang. Hallo, Günter, bist du auch ein bisschen traurig, oder? Dass das so gekommen ist. Ja, heuer, das Jahr 2020, haben wir leider ein paar traurige Ereignisse, aber ich glaube, wir lassen uns den Mut nicht nehmen. Naja. Und 2021 starten wir dann wieder richtig durch. Mhm. Jetzt hast du ja zusammen mit deinen ganzen Leuten, die den Münchner Fasching präsentieren, repräsentieren, ja unglaublich viel. Du bist seit 2011 Präsident der Münchner Haller. Du hast ja unglaublich viel da, um den Fasching richtig wieder anzuschieben. Das ist ja schon auch eine Erfolgsgeschichte. Ja? Ja, also ich muss sagen, man muss halt ein bisschen, ich habe mir das damals gedacht, man muss vielleicht ein bisschen neuere Wege wieder gehen. Und also wir haben ein paar Sachen versucht und muss sagen, die meisten haben ja auch funktioniert, wo ich selber überrascht bin. Manche vielleicht nicht gleich im ersten Jahr, wo wir es ausprobiert haben. Aber zum Beispiel letztes Jahr haben wir das erste Mal einen Schunkelgottesdienst eingeführt mit dem Stadtpfarrer Maria Schüssler. Und ich muss sagen, uns ist dann ganz schwindelig geworden, wie viele Leute aus allen Richtungen in die Kirche gekommen sind. Also da waren weit über 1000 Leute, das kann man sich jetzt gar nicht mit Corona mehr vorstellen. Wir hätten es auch heuer oder 2021 wieder geplant gewesen, an dem Sonntag nach dem 6. Januar. Aber mussten wir alles absagen, weil ja, also mit so vielen Leuten ist es gerade momentan unmöglich, irgendwas zu planen. Gehen wir mal die ganze Geschichte durch, durch den Münchner Fasching. Also der Münchner Fasching hat eine unglaubliche Tradition. Also ja. Die Menschen maskieren sich, es gab die Hausbälle, es gab einfach viele Bekanntschaften, tanzen dann auf die Straßen, dann einfach der Münchner Fasching, Faschingszug etc. Das war ja dann zum Teil so ein bisschen durch die verschiedenen Umstände, durch Digitalisierung und die Leute sagen, na, Fasching ist irgendwie nichts mehr oder so. Aber ich glaube, dass Corona wieder die Lust aufs Faschingstreiben anheizt. Naja, ich meine, die Leute können jetzt untereinander ganz schlecht feiern und im Sommer das Leichtere, wo wir gehabt haben, da ist es ja auch nicht so gegangen, wie es vorher war. Ja, also man hat da unheimlich aufpassen müssen, dass nicht zu viele Leute aufeinander sind und so. Und jetzt sind ja die Zahlen leider wieder so in die Höhe geschnellt, dass wir so einen Lockdown-Light haben, wo die Gaststätten und Hotels und alles zu hat. Und ich glaube schon, dass die Leute wieder heiß sind auf Freude und feiern und miteinander sein, ja, und so. Und einmal umarmen wieder. Richtig, also, ja. Das muss ja wieder kommen, Wir hoffen alle, dass es wieder kommt, ja, wenn der Impfstoff Ja, also der Impfstoff ist ja schon ganz nah da. Also ich glaube, er kommt sogar noch in dem Jahr. Also es gibt ja ganz neue Möglichkeiten. Aber lass uns mal über den Münchner Fasching reden. Wie hast denn du so als Bub erlebt? Warst du einmal Indianer? Warst du mal Koch oder was verkleidet? Also man erinnert sich ja daran zurück und denkt sich, oder wenn man das jetzt viele Jahre miterlebt im Fasching, dass sich die Kinder jetzt ja anders teilweise verkleiden wie früher. Was gleich geblieben ist, dass viele Mädchen als Prinzessinnen gehen, ja, oder Burma mal als Prinz oder, ja, sowas. Genau. Das sieht man jetzt bei den Kindern schon auch jetzt ja noch. Aber zu meiner Zeit war es so, ich habe im Fernsehen, wie ich aufgewachsen bin in meiner Jugend, waren halt viele Cowboy-Filme und ja, Indianer, John Wayne und sowas. Ja. Und dann wollte man halt dann, wenn man in Fasching war, als Bub, wollte man halt dann entweder ein Cowboy sein, ein Sheriff oder John Wayne oder sowas, ja, oder Indianer halt auch, gell, ja, so Winnetou und so. Ja. Und das sieht man jetzt halt ein bisschen weniger, dafür ist halt Batman oder sowas in, ja. Günter, du hast ja ein ganz spannendes Leben. Erzähl doch mal ein bisschen, du bist ja geboren, wo? Geboren bin in Starnberg, ja, da lebe ich auch noch hauptsächlich. Ja. Ja. In einer gutbürgerlichen Familie. Ja, ganz normalen gutbürgerlichen Familie. Und habe eigentlich Einzelhandelskaufmann gelernt, Lebensmittel. Mein Vater hätte gern gehabt, dass ich zur Bank gehe und wollte mich auf eine Wirtschaftsschule schicken. Und ich habe immer schon als Jugendlicher den Drang gehabt, mit Menschen zu sprechen oder irgendwas zu tun. Und so habe ich dann Einzelhandelskaufmann gelernt, Lebensmittel. Und war dann auch immer irgendwas mit Menschen zu tun, treu. Ja. Bin durch Zufall bei München mal
meiner Jugend, in der Jugend kann man nicht sagen, da war ich 21, 22, Teilhaber von einer Diskothek. Mhm. Aber nur, wo war ich? Ich kann es eher nicht sagen, ich war einmal kurze Zeit Teilhaber von der Miss Henderson Diskothek. Und das war der GmbH, hatte ich nur 10% Anteile. Mhm. Aber das war so meine Jugend. Wenn man halt gerne in Diskotheken geht oder sowas. Hast du da Platten aufgelegt, so ein bisschen, oder? Ja, da war er hinter der Bar gestanden und so. Aber dann habe ich gemerkt, nach eineinhalb Jahren, das ist doch nicht das, was ich auf Dauer will. Und dann war ich Geschäftsführer von einer Gaststättenbetreiberin, die war am Starnberger See, sehr viele Sachen gehabt hat. Und ja, und aus diesem heraus habe ich mich dann in der Gaststätte eine Gastronomie selbstständig gemacht. Mhm. Ja. Und dann kam ich von der Gastronomie plötzlich zum Singen, aber nur als Zufall. Warst du in der Schule schon ein guter Sänger? Du kannst ja super singen. Ja, eigentlich überhaupt nicht. Ja. Ich habe früher ein bisschen Gitarre gespielt, gesungen eigentlich weniger. Mhm. Ich zwar schon in Musik immer einen Ohrensatz gehabt, ja. Aber jetzt weniger wegen dem Singen, sondern einfach mehr so ein bisschen Gaudi zu machen. Also mir ist immer ein bisschen ein Schmarrn eingefallen und habe die Leute halt insofern ein bisschen unterhalten können. Aber das lag nicht jetzt am Singen, sondern einfach mehr von der Kommunikation her oder sowas. Und das war damals, wo ich meinen ersten Landgasthof gehabt habe, der Stammtisch und so. Also den habe ich immer gut unterhalten können, sind gern zu mir gekommen. Ja. Hast du einfach gesungen? Da warst du der Singer, der Wirt. Da habe ich dann gesungen, eigentlich das erste Mal bei einer Hochzeitsfeier. Da hat eine von mir, die mit mir in die Schule gegangen ist, geheiratet. Die hat es dann also bei mir gemacht mit den Eltern. Es waren 120 Leute. Und ich dachte, Mensch, die musst du jetzt überraschen. Und dann habt ihr halt so Drei-Mann-Band ein bisschen probt, bevor die Leute gekommen sind. Dann habe ich gesagt, Mensch, kennt ihr ja nicht vom Reblack ganz im Weiß spielen. Weil ich habe damals in der Küche geholfen, habe eine weiße Kleidung gehabt. Ja. Und dann habe ich gedacht, das wäre doch für die Überraschung, wenn die rauskommen und sind ganz im Weiß. Die haben die spielen können, haben sogar einen Text dabei gehabt, weil den habe ich gar nicht auswendig gewusst, die Strophen. Und dann habe ich das gemacht, die Leute haben sie weggeschmissen. Ja. Mhm. Und da war dann zufällig, bei denen 120 Leute waren gesessen, der, wo so CDs produziert habe, also es war gerade der Umschwung zwischen Schallplatten und CDs. Wann war das, wenn jetzt? Ja? 93. Aber der hat die dann unter Vertrag genommen? Der ist dann nochmal gekommen, so eine Woche später und so, hat er gesagt, Herr Grau, ich war da bei der Hochzeit und so, was sie da gemacht haben, das war einmalig und da müssen wir uns jetzt was überlegen für sie. Ja. Und so kam dann die erste CD, mit Gemütlichkeit kennt keine Grenzen und da vor mir war ich von heute über morgen zwecks die Medien der singende Wirt, ja. Und dann war bei mir selber der Ansporn da, wie machst du jetzt weiter, was machst du da? Ja? Und dann ging die Sache weiter, da ist der Produzent damals der Christoph Böhring-Uhle, der hat mit dem Michael Holm ein Plattenlabel gehabt. Ja? Und Michael Holm hat ja da, war auch mit beteiligt beim Neuen Deutschen Schlager, hat da Texte noch geschrieben und auch Lieder komponiert. Da ist ja auch zum Beispiel Gildo Horn entstanden. Ja? Da hat der Max Rapp, glaube ich, einen Text geschrieben und Michael Holm den Song komponiert, wurde dann, und so lernte ich halt damals auch Petra Perle kennen. Ja. Mhm. Und dann war er vor allem in den Neuen Deutschen Schlager verwickelt, Mitte der 90er Jahre. Und aus dem Neuen Deutschen Schlager wurde er mit Petra Perle und mir Geschwister pfundig. Also, es war immer aber so. Aber es ja mega erfolgreich gewesen. Also, hat ja den Wiesn-Hit gemacht. Genau, mit Auszimmer. Richtig, das war dann 99. Da haben wir tatsächlich in München oder beim Bayerischen Rundfunk oder bei anderen Sendern die Faschingshitparaden gewonnen mit Ausziehen und waren mega erfolgreich. Bloß dann haben sie ein bisschen Angst gehabt, 99, dass sie die auf der Wiesn ausziehen. Wenn das auf der Wiesn gespielt wird, dass sie dort Leute vielleicht ausziehen. Ja. Und nachher hat der Wirtesprecher, es war damals noch der Willi Heide, gesagt, mit den ganzen Wiesnwirte, ich glaube, das lassen wir unsere Kapellen lieber nicht spielen, nicht, dass wir da dann irgendwas haben, wo sich die Leute massenweise dann, wenn sie ein bisschen was drungen haben, ausziehen. Ja. Und, aber ich muss sagen, das war eine glanzvolle, lustige Zeit. Ich habe bis Ende 1999 mit Petra Perle eben gesungen, als Geschwister Pfundig. Hat sich mega erfolgreich. Und ja, mit seiner Firma angekommen, von Schweiz bis über den sogenannten Ballermann. Also es war sehr lustig. Und dann hat sich aber leider Petra Perle entschlossen, den musikalischen Teil aufzuhören. Und ich habe noch einen Vertrag gehabt mit der Plattenfirma und die haben mir dann 2000 auf 2001 die König-Ludwigs-Hymne, da ein bayerischer Traum bei einem Dream gegeben, die wo er heute noch singt. Genau, war mit mir auf dem Starnberger See. Genau, du warst ja als Faschingsprinz auch genau.
bist du ja als Ludwig der Zweite richtig, aufgetreten. Ja. Also da, genau, da war die Sache, ja. Da ist es genau losgegangen. Und deine Partnerin war die Sissi. War die Sissi, genau, ja. Das war die Silvia Breitschammer. Mhm. Und sie hat Romy Schneider schon sehr ähnlich geschaut in jungen Jahren, also meine Prinzessin. Ja. Und man muss sagen, das war eine wunderschöne Zeit und das war der Startschuss für das Bavarian Dream, also ein bayerischer Traum. Und durften auch dann, damals 2001, in der Volkshitparade mit dem Song auftreten. Das war schon ein Erlebnis, ja. Das Thema so Musik ist ja bei dir auch Trumpf. Also du liebst Musik, du hast ja gerade mit deiner Halle viele, viele Feste mit einem gewaltigen Gesang eröffnet im Deutschen Theater, im Bayerischen Hof. Du warst ja wirklich so immer so der Hingucker. So wenn der Präsident da aufgetreten ist und dann mit seinem ganzen Rat. Was ist denn dir vorgegangen, wenn du so einfach gesungen hast und die Leute so richtig abgeholt hast? Also mein Ziel war es ja schon immer, dass man irgendwo die Leute mit Freude bereitet. Ja? Und da ist mir egal, ob jemand arm, reich ist oder irgendein Handicap hat oder sowas. Ja. Hauptsache die Leute haben Spaß daran, was ich mache. Und das habe ich auch in meinem Lokal die letzten 20 Jahre verkörpert, von 2000 bis jetzt halt. Und habe da am Wochenende oder vor dem Feiertag, haben die genau gewusst, ab 23 Uhr singt der Günther irgendwann. Ja. Ja. Das war jetzt nicht auf die Minute festgelegt. Ja, ja. Aber es war das Running immer und das Lokal, muss ich sagen, das war die letzten 14 Jahre immer brechend voll am Wochenende. Ja. Und da hast du die Uhr danach stellen können, ab 10:30. Innerhalb einer halben Stunde ist das Lokal übergelaufen vor lauter Leute. Ja. Du hast was Schönes gesagt, also der Fasching ist ja etwas, der geht für Menschen, die vielleicht arm sind, für Menschen, die reich sind. Fasching erreicht jeden irgendwie im Herzen. Ja. Jetzt lass uns das einfach mal... lass uns da mal ein bisschen tiefer reingehen. Was glaubst du, was die Menschen gerade jetzt machen, wenn sie sagen, Mensch, jetzt geht die, also jetzt dann im Januar geht ja der Fasching los, der ist ja heuer sehr kurz, aber trotzdem, irgendwas fehlt ja. Irgendwas fehlt ja. Glaubst du, dass die Leute irgendwie dann, oder die Kinder, dass die sich trotzdem maskieren werden, zu Hause oder so? Also wir sind jetzt dran, dass wir an solche Sachen arbeiten, dass wir vielleicht einmal während der normalen Faschingszeit mal versuchen, so ein Online-Fasching zu machen, wo sich eben die Kinder vielleicht daheim maskieren und dann schreibt man verschiedene Sachen zusammen, mit dem Prinzenpaar natürlich, und schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich meine, das ist jetzt heuer wirklich, oder 2021, so eine Testsache, ja, das hat es ja vorher noch gar nicht gegeben. Und wie gesagt, wir haben ja viele Sitzungen gehabt mit anderen Vereinen, die wo eigentlich viele gar nichts machen, weil sie sagen, unsere Einnahmen fehlen, weil die haben ja praktisch ihren Verein erhalten, oft durch Einnahmen, durch ihre Bälle, die sie gemacht haben, auf dem Land oder überall. Das geht ja alles nicht. Wir spüren natürlich auch, dass wir für die Saison ganz wenige Einnahmen haben als wir unsere Mitgliedsbeiträge, weil viele Firmen geht es halt momentan nicht gut. Ja. Und da fallen natürlich viele Sponsorengelder jetzt weg für die Saison, aber wir haben uns trotzdem entschlossen, unser Magazin zu produzieren, einen Orden zu produzieren, um den Leuten, wo wir sonst immer tagsüber hingehen, ja, Altenheime, Behindertenwerkstätten, sowas, denen wollen wir Pakete zukommen lassen, dass sie wenigstens ein schönes Magazin haben. Ist überall ein Orden drin oder so. Und der Bernie Dostler, der Lebkuchenkönig praktisch, der hat so eine Aktion jetzt schon mal gemacht nach der Wiesn. Und der unterstützt uns da auch kräftig, dass wir dann auch Lebkuchen vielleicht da mitschicken können und so. Und dass man wenigstens insofern für diese Menschen, wo man jetzt nicht ran darf, wegen Corona, dass man vielleicht doch ein bisschen Freude verbreiten kann. Jetzt meine Frage mal, also der bayerische Ministerpräsident Markus Söder ist ja so ein Faschingsmensch. Habt ihr den einmal so ein bisschen angeschrieben, dass er da mal auch überlegt, was es bedeutet, wenn München gerade in der Corona-Zeit kein Fasching hat? Ja? Also mit ihm haben wir jetzt da nicht korrespondiert, aber mit der Frau Ilse Aigner, die ist ja zweiter Vorstand im Bund Deutscher Karneval. Und die war tatsächlich einmal bei so einer Sitzung da, wo viele Vorstände da waren von Oberbayern. Und da hat sie sich schon die Nöte auch von den verschiedenen Vereinen angehört. Und nicht bloß die Faschingsvereine, ich meine, da sind auch viele Sporttanzgruppen verwickelt, ja, von Kind bis Jugendlich bis Ältere, die wo immer trainieren und jetzt weder gesehen noch gehört werden jetzt in der nächsten Zeit.
Und da hat sie dann schon angeboten, dass sie vielleicht versucht, die Leute, die wo jetzt online irgendwas machen, dass die ein bisschen einen finanziellen Ausgleich dafür bekommen, für das Anschaffen dieser Kameras oder das Equipment, was man da braucht. Ja. Und der Münchner OB, der Dieter Reiter, hat es mit dem einmal so ein bisschen geratscht? Also direkt kommst du ja ganz schlecht an die Menschen ran, aber ich muss sagen, es haben sich verschiedene Stadtratsfraktionen sich schon darum gekümmert und haben gefragt, wie wir uns das vorstellen oder wie sie da das vielleicht unterstützen könnten. Und da haben wir aber zuerst mal unsere Idee mit so vielleicht an vier Standorten von München, so Freilichtbühnen, wo viel Platz ist, wo man früh auseinanderstehen kann, irgendwas zu machen. Aber das Problem ist darin, durch das, wenn da irgendwas aufgeführt wird, sollen sich die Leute ja nicht versammeln. Und es übernimmt weder jemand von der Stadt noch jetzt von einem Verein, kann man die Verantwortung übernehmen, damit man jetzt da, mir weiß nicht, brauchst du 10 Wärter, brauchst du 50 Wärter oder sowas, um die Leute auseinander zu differieren. Man sieht ja jetzt auch die Schwierigkeit auch bei so Demonstrationen, ja, dass das ganz schwer ist, dass man die Leute da, wenn sie irgendwie gerade Freude verspüren, dass man die halt sagt, du musst jetzt wieder einen Meter weiter links oder und das ist eigentlich die Schwierigkeit, ja, was wir jetzt sehen. Und da sind wir eben auf die Idee gekommen, erst letztens bei so Gesprächen, warum sollte man nicht die Vereine, die wir jetzt im Sommer ja trotzdem trainiert haben, wo trainieren sein durfte, egal ob das die Kinder, die Jugendlichen sind oder die Garden oder die Sporttanztruppen, dass sie vielleicht das, was sie da, was man jetzt im Fasching halt aufführt, dass man vielleicht das einmal beim Stadtgründungsfest oder sowas aufführen könnte. Also mit anderen Worten, einmal überlegen, ob man nicht einmal sagt, Corona macht es möglich, dass man den Fasching mal in den Sommer verlegt. Zum dass Beispiel mal, oder sowas. Dass man Sommerfasching macht. Dass das Ganze halt noch ein bisschen bunter wird. Ja, da braucht es irgendwie, ja genau, ja. Da braucht es irgendwie, ja. Ja, muss man einfach mal sagen, ja. Okay, natürlich, traditionsmäßig, von der Tradition, logischerweise ist das immer im winterlichen Bereich, ja. Aber einfach mal sagt, wir machen mal ein Sommerfasching. Ja. Was hältst du denn davon? Also, finde ich die klasse, ja. Ja, weil da kann man ganz andere Kostüme machen, ja, und das vielleicht an der Isar oder wo auch immer. Genau. Weil mit Sicherheit wird das nächste Jahr leichter werden. Also, wie weiß man wir noch nicht. Wir hoffen natürlich. Aber mit Sicherheit wird es da anders sein. Ja? Dass es ein bisschen leichter wird, ja. Aber jetzt einmal so, habt ihr mal mit dem Deutschen Theater geredet, dass man da vielleicht wird aktuell was gemeinsam macht mit dem Bayerischen Hof, wo ihr früher überall wart. Also im Deutschen Theater. Dass ihr damals eine Ringschaltung hingekriegt ja, oder so. Da hat es auch ein paar Treffen gegeben. Es war dann schnell klar, dass die das Deutsche Theater nicht zur Ballsaison umbauen. Ja, also das hat man jetzt, sagen wir schon im Oktober gewusst, dass sowas nicht passieren wird. Und die haben schon einmal gesagt, vielleicht könnte man eine Bälle sogar im Sommer machen, also im August oder sowas. Das Problem im August liegt halt darin, dass die meisten natürlich, wenn sie wieder in Urlaub fahren dürfen, wo heuer auch nicht so war, dass natürlich die Stadt München, die Münchner selber, viel im Urlaub sind. Ja. Die Idee ist grundsätzlich gut, dass man sowas mal im Sommer macht. Ja. Das mit dem Stadtgründungsfest, mit dem Termin, haben wir fast noch besser gefallen, weil da sind die Münchner eigentlich noch nicht in Urlaub. Ja. Und im August schaut es ein bisschen schlecht aus, weil ich weiß, dass da sehr viele eigentlich normalerweise in Urlaub sind. Und gerade jetzt 2020, wo vielleicht nicht so viele in Urlaub waren, ist natürlich der Anreiz jetzt dann vielleicht mehr, wenn der Impfstoff da ist, irgendwo wieder hinzufliegen. Ja. Und da haben wir auch geredet mit dem Deutschen Theater, das ist sehr schwierig. Wir halten ja noch an einem Termin fest, am 23. Januar. Und wir wissen jetzt auch nicht hundertprozentig, ob bezüglich Karl-Valentins Ordensverleihung. Habt ihr schon einen berühmten Mann im Auge oder eine Frau? Einen Preisträger im Auge, ja. Der wird nächste Woche bekannt geben, also nach der Sendeausstrahlung. Und da sind wir drauf und dran, das aus einer Art Theateraufführung zu machen mit der normalen Bestuhlung. Wir hoffen, dass bis dahin vielleicht wieder 200 Leute im Theater zugelassen sind, weil meist hat das Deutsche Theater Kapazität von fast bis 1500 Leute. Und jetzt, bevor dieser Lockdown light war, waren es halt für 200 Leute jetzt zugelassen gewesen. Jetzt, schauen wir mal. Jetzt, Günther, was mich oder Sie, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer auch interessiert, ich meine, Corona hinterlässt ja schon einen schweren Schaden für den Fasching, für den Münchner Fasching. Das heißt, die Veranstaltungen finden nicht statt, die Vereine hängen durch.
Jetzt seid ihr ja das oberste Gremium, du bist der oberste Chef von der Nahalla. Hörst du da auch viel Leid, was die Leute da loswerden bei dir diesbezüglich? Ja, also wir haben jetzt selber auch, bis wir so weit waren und vom Präsidium her, haben wir uns ja auch online mehr gesehen als wie live. Mhm. Das ging ja bloß in der Zeit, wo man sich treffen durfte. Und haben dann mal überhaupt versucht, verschiedene Linien auszuspielen, was wir überhaupt machen. Ja. Ob wir Prinzen ein paar stellen oder nicht, ob wir Orden machen oder nicht, ob irgendwas gemacht wird oder nicht. Und das war immer ein Hin und Her. Und letztendlich haben wir uns dann entschlossen, wir machen was und haben uns dann auch online mit den ganzen Elferräten unterhalten. Ja. Die einen, es ist halt jetzt eine ganz andere Situation, weil wenn ich zum Beispiel Karneval in Rio gibt seit 55 Jahren, ja, und der, wo den hauptsächlich organisiert in der Nahalla, der, wo da dafür verantwortlich ist, der sagt, jetzt ist das ja vor mir nicht, ja, und nachher irgendwas anderes zu machen, muss der erst wieder ein Gremium aufbauen, die, wo dann dafür verantwortlich sind. Und das ist jetzt gerade die Schwierigkeit, weil wenn was jedes Jahr wiederholt wird, ist es einfacher, als wenn du ganz neue Konzepte schreiben musst und ganz neue Wege plötzlich gehen musst. Ja. Aber wir versuchen es. Und der 11.11. hat an und für sich sehr gut geklappt. Da haben wir abends hat es ein paar vom Wohnzimmer aus, die zwar so eine Online-Schaltung gemacht, und da haben sie verschiedene Kabarettisten, Stadtpfarrer dazu geschalten und so. Und ich habe mir das ja selber auch von zu Hause her so geschaltet. Ich bin dann auch mal dazu geschalten worden. Und fand das eigentlich sehr unterhaltsam. Also die zwei Stunden, die waren wirklich nicht langweilig. Dann habe ich mir gedacht, das ist eigentlich gut. Weil ob das der Jürgen Kirner war, der Helmut Schleich oder das war dann auf einmal, da hast du verschiedene Menschen gehabt, von verschiedener Art. Und das war so spannend und so unterhaltend, da war ich selber angenehm überrascht. Jetzt machen wir eine kleine Pause, ja? Dann ratschen wir weiter. Jawohl. Ja, Günther, der Münchner Fasching ist natürlich auch ein riesiger Wirtschaftsfaktor. Also ich meine, wenn man sich überlegt, so die närrischen, der Endspurt, der Faschingssamstag, der schmutzige Donnerstag, dann der Rosenmontag, der Faschingsdienstag, da sind ja in der Innenstadt die Lokale voll, die Leute haben Spaß, die Leute wollen einfach feiern. Ja. Das fällt ja alles flach. Ja, da hängt ja oft viel noch mehr drauf, ja, beim Fasching, das, wo viele ja gar nicht mehr so wissen. Aber die ganzen Taxiunternehmen werden ja da gefordert und werden da gebraucht. Jeder, der trinkt, weiß, fahre ich mit dem Taxi. Das ist genauso, während du wissen hast, einmal zu wenig Taxis. Ja, und so ist es dann in der Zeit auch. Oder auch die ganzen Friseure oder sowas, wenn die Leute irgendwo auf den Ball gehen, die lassen sich herrichten oder sowas. Also da hängen schon verschiedene Sachen dran. Ja. Und genau, dann die Kopfetabletten am nächsten Tag aus Berlin. Zum Beispiel, ja. Aber jetzt, das ist ja ein riesiges Netzwerk, was da um den Fasching, um die Münchner Nahalla rum ist. Also die Gastronomen, dann natürlich der ganze Straßenfasching. Da ist ja die Kostümverleihe. Das ist ja alles im Grunde auf Null runtergefahren. Genau, ja. Habt ihr mal überlegt, dass ihr da mal gemeinschaftlich da was macht und wirklich überlegt, dass wir sagen, jetzt sind wir mal so gespinnert, Fasching kostet ja gespinnert sein, jetzt machen wir den Fasching im Juni und machen mal drei Tage oder einen Tag und machen mal richtig Fasching. Also da hat, so weit sind wir noch gar nicht, weil wir es aber denken wir drüber noch machen, damit wir im Januar und Februar, der ist ja recht kurz, nächstes Jahr der Fasching, dass wir da online ein paar Sachen schön hinkriegen, aber die ist wirklich nicht schlecht. Ja. Das, wo wir jetzt im Herbst schon angekurbelt haben, das, was es ja seit ein paar Jahren schon gibt, den Slogan Fasching hat Herz, Dank, wo du uns einmal drauf gebracht hast, muss ich sagen, ist jetzt im Herbst wieder aufgelebt worden. Wir haben es vorgeführt, eine neue Internetseite mit faschinghatherz.de, wo sich jetzt sämtliche Vereine mit anschließen können, weil unsere Zukunftsversion ist wirklich, dass einmal ein Fernsehsender oder eine Tageszeitung, dass die einen Zugriff haben und brauchen bloß einmal irgendwo nachschauen und wissen, welcher Verein an dem Tag was macht, zum Beispiel Faschingssamstag. Mhm. Die klicken da drauf und sonst musst du immer zu jedem Verein extra auf die Internetseiten gehen, wann wer was macht. Und das haben wir jetzt in einen Topf.
Und da steht dann, da sind die Dämischen Ritter dabei, die Leimer sind dabei, die Moosacher von München sind dabei, sogar in Hausam, die Krache ist dabei. Also das macht gerade Und so Kreise. Der Kinderfasching ist ja auch wichtig. Ja, da stehen ja dann alle Termine drin. Das ist unsere Zukunftsversion. Ja. Einfach, dass die auch Statements besprechen. Genau. Also dass die einmal lebendig, also virtuell werden. Ja. Jetzt, der Fasching ist ja auch zuständig für Gaudi. Also ist nicht nur Twiesen. Also der Fasching ist meines Erachtens der Chef für Gaudi. Ja. Aber die Gaudi, die kann man ja auch machen mit Corona. Also da muss man ja nicht jetzt irgendwo, habt ihr da mal überlegt, einfach da ein bisschen lauter zu werden, einfach mal gewisse Gaudi-Texte oder was auch immer, so ein bisschen an die Menschen ranzulassen. Ich glaube, da wird viel geklickt. Also wir sind gerade... Ich habe gerade mal geschaut, Münchner Fasching ist über fast 30 Millionen Mal gegoogelt. Ja, das ist ja unglaublich. Hat doch schon mal was. Ja, hat schon was, ja, genau. Also wir sind gerade dabei, ist aber erst in der Entstehung. Wir versuchen jetzt mit Münchner Musikern, so wie einen Jürgen Kerner oder einen Roland Hefter oder sowas, einen eigenen Song zu machen für den Fasching, mit einem eigenen Tanz dazu und versuchen das dann mit verschiedenen Vereinen in und um München, dass dieser Tanz also gleich wird, dass das alle mitmachen können, es soll nicht schwer sein. So. Ja. Und da sind wir gerade dabei, das zu entwickeln und haben auch Choreografen dafür, die wo das machen. Ja. Und ja, vielleicht ist also das auch mal so eine Gemeinschaft. Beispiel kommt zum Beispiel unser Sender München TV sein. Ja. Da hat also der Geschäftsführer, der Horst Rettig und die Chefredakteurin, die Marion Gehlert, hat gesagt, wir sind Wiesn. War sensationell erfolgreich. Genau. Ja. Wir haben einfach nichts anderes gemacht, zum Teil Dinge eingespult und eben einfach Platz gehabt. Also zum Beispiel kann man auch sagen, vielleicht kann man da mit unserem Sender mal reden, wir sind Fasching. Da muss ich sagen, du sprichst mir fast aus dem Herzen. Ja, wir sind Fasching. Weil wir hätten da schon ein bisschen ein Konzept und wir waren froh, wenn wir mit dem Herrn Rettig da mal... Ja, mit dem Herrn Rettig mal reden, weil der hat das ganze Konzept entwickeln können. Das war super. Hat jeder erstmal gesagt, spinnert ihr oder so. Ein mega, mega Erfolg. Ja. Die Leute ziehen sich das rein. Ja, also das wird gleich das Nächste sein, was wir jetzt in nächster Zeit anfangen. Jetzt gibt es ja, also ich war richtig traurig, du hast mich persönlich angerufen. Du bist ja einer der großen singenden Wirte in München. Du bist ja immer, wenn ich bei dir war, hast du immer mein Lieblingslied, du kannst nicht immer 17 sein, gesungen. Da bin ich richtig, hab ich immer Gänsehaut gekriegt. Das Reus Bistro hört leider zum Jahresende auf. Aus verschiedenen Gründen. Das hat einmal gehabt, Corona, genau. Aber es war gar nicht der Hauptgrund, der Versicherungskonzern, glaube ich, der reißt das Haus ab oder restauriert oder renoviert. Erzähl mal was. Also ich habe schon die letzten 2-3 Jahre gewusst, dass da irgendwann einmal was kommen wird, weil wir haben nichts mehr gemacht. Und ich habe von denen auch schon gehört, dass es jetzt keine sehr langen Verträge mehr geben wird, weil sie da eine Grundsanierung planen. Und heuer, muss ich sagen, wäre offiziell mein Vertrag Ende des Jahres ausgelaufen oder läuft ja auch aus. Und habe mich bemüht darum, mit denen ein persönliches Gespräch zu bekommen und habe damit gebraucht schon bis Ende September, Anfang Oktober, bis ich tatsächlich von denen persönlich gehört habe, dass Anfang 2022 das ganze Gebäude nicht mehr sein wird. Ja. Also die haben, richtig, sie haben auch schon die ganzen Genehmigungen irgendwie dazu. Sie haben zwar gesagt, es konnte vielleicht noch um 2-3 Monate irgendwie ein bisschen verschieben, weil eben Corona war. Aber das ist mal, sie haben die ganzen Pläne schon da und das ist also, es wird so kommen. Und dann habe ich natürlich auch gesagt, dann werde ich wahrscheinlich den Vertrag ja, also mit einem 5-Jahres- oder 10-Jahres-Vertrag, wird es ja gar keine Aussicht mehr sein. Und man sagt, nein, höchstens nur bis nächstes Jahr, entweder Ende September, wenn es gut geht, bis Ende des Jahres. Dann habe ich gesagt, naja, Ende September hilft mir eigentlich auch nicht viel weiter, weil ich mache das jetzt seit März mit Corona mit und als Nachtlokal. Und wenn so ein Lokal 62 Jahre als Nachtlokal eingeführt ist oder Abend- und Nachtlokal, dann kann man keine anderen Gäste lieber. Ist das natürlich sehr schwierig, sondern kann nicht von heute auf morgen da einen Kaffee draus machen. Da brauchst du auch wieder Zeit, bis sich das rumspricht oder bis man das publik macht. Und so habe ich gesagt, dann werde ich den Vertrag halt nicht verlängern und habe halt im Oktober noch sehr gehadert, weil es ja doch auch irgendwo ein Lebenswerk, ein nicht bloß von mir allein, sondern von dem Roy, der uns gegründet hat, beziehungsweise seine Mutter.
und habe mit dem Roy Gespräche geführt, habe gesagt, also so ein paar Monate das weiterzuführen, ist eigentlich eine sinnlose Sache, und da hat er mir recht gegeben. Und nachdem das Ende sowieso vorherzusehen war, jetzt seit Oktober, habe ich mich entschlossen, dass ich den Vertrag jetzt Ende des Jahres auslaufen lasse. Und da habe ich noch nicht gewusst, dass wir den Lockdown-Light kriegen. Ja. Ich habe auch noch geplant, jetzt im Dezember, hätte ich jetzt eigentlich noch Reservierung gehabt. Fast jeden Tag. Weihnachtsfeiern. Genau. Und dann hätte ich halt bis 18. Dezember gemacht und hätte halt dann zugemacht. Ja. Jetzt ist es leider ganz anders gekommen. Natürlich, wie das letzte Woche am Wochenende durch die Presse sehr populär wurde. Seitenweise habe ich natürlich Anrufe, Zuschriften, natürlich. WhatsApp über alle Kanäle gekriegt. Ja, also da war ich ja tagelang beschäftigt, irgendwas zu antworten. Und die meiste Frage, wo die Leute gehabt haben, ja, jetzt kannst du nicht einmal mehr Abschiedsparty geben. Da habe ich gesagt, das stimmt natürlich. Ja. Aber jetzt zum Schluss, wo wir aufgehabt haben, habe ich ja bloß noch gerade 30 Leute reinlassen können, wegen der Abstände, dass das stimmt. Also wäre es sowieso zu einer großen Abschiedsparty nicht gekommen. Aber ich habe auch Versprechen gegeben den Leuten, dass vielleicht nächstes Jahr im Herbst oder wann halt wieder erlaubt ist, irgendwas zu machen, werde ich eine Örtlichkeit in München suchen. Und dann werden wir noch eine Royal Revival Abschiedsparty machen. Ja, das ist also gute, das habe ich die Geschichte. Jetzt lass uns doch mal über das Roy reden. Das war ja schon ist nach wie vor oder war eine wahnsinnige Institution. Da waren ja Promis drin ohne Ende. Du hast es am Anfang, glaube ich, 8-mal im Jahr dekoriert? Nein, also ich selber habe es jetzt 5-mal im Jahr dekoriert. Aber der Roy früher, der hat 8-mal, glaube ich, dekoriert. Zu speziellen Veranstaltungen hat er noch zusätzliche Dekorationen gemacht. Die Atmosphäre war also gerade zur Weihnachtszeit. Mhm. Du bist reingegangen und hast gesagt, boah, jetzt wäre ich wieder Kind. Dann hast du die Musik natürlich gehabt. Du hast natürlich auch die ganzen Musikbänder, das hat alles immer passt. Das hast du ja alles zusammengestellt. Ja, ja. Dann, wie gesagt, hast du immer gesungen. Das hat also einfach die Menschen verbunden. Das war ja, das ist ja eine Riesengemeinde, die Roy-Gemeinde. Ja. Ja, ja. Und dann waren ja wahnsinnig viele Sänger, die da, Udo Jürgens hat bei dir gesungen oder ist aufgetreten. Du hast ja viele, viele Stars gehabt, die dann einfach sich ans Klavier gesetzt haben oder einfach dann irgendwie einfach plötzlich gesungen haben oder so. Ja. Ja. Also ich muss sagen, das Händchen hat er früher der Roy schon gehabt. Ja. Der war befreundet damals mit dem Konzertveranstalter Marcel. Der war ja der Erste, der war vor dem Kaino in München. Der war vor dem Kaino, ja. Ja. Und der war mit dem Marcel Afram befreundet. Und so sind damals die großen Stars, die wohl in München auftreten sind, kurz danach, nach dem Konzert halt mit ihren engsten Freunden oder Musikern. Wir haben da Privatkonzerte. Sind da privat gewesen. Mhm. Natürlich hat der Roy da eine Handvoll Gäste immer mit einladen dürfen. Und so haben halt manche das erlebt, wenn er Udo Jürgens halt am E-Klavier gesessen ist und schnell noch im Roy zwei, drei Lieder gespielt haben. Ja. Ich selber habe auch einen Christi Berg erlebt im Roy, ja, der wo sie dann einmal. Aber erst jüngst noch einmal, also war ja letztes Jahr oder so. Oder da war das auch schön. War der Rex Gill da einmal da oder so? Der Rex Gill war da, mit dem. Da war ich schon da, ja, also da gibt es auch Aufnahmen. Mhm. Und was schön war, die letzten 8 Jahre hat er so ein Spartensender, so ein Schlagerspartensender, zwei Aufzeichnungen im Monat gemacht für einmal B-Treffen, einmal so, haben sie Ausschnitte von der Hip-Parade gebracht und der Uwe Hübner hat das moderiert aus dem Roy. Und da haben sie auch immer die Schlagerkünstler da gehabt haben. Und ich habe den Chef von Gute Laune TV auch informiert, kurz bevor das von der Presse erschienen ist. Und das war so nett, der hat innerhalb 2 Tage haben die einen Zusammenschnitt gemacht, welche Stars sie bei mir interviewt haben. Mhm. Und diesen Clip habe ich gefragt, ob er mir den schicken kann, den würde ich aus Erinnerung auf meiner Internetseite tun, die wo jetzt neu gemacht wird. Und da war ich überrascht, ich habe mich da gar nicht mehr erinnern können, wer da alles da war. Der Jürgen Drews hat mit der Gitarre gespielt, Semino Rossi, Reinhard Fendrich, dann der Matthias Reim und Micky Leandros. Und also es waren echt. Und die haben alle ihre Top-Songs gesungen, gell? Ja, selber mit der Gitarre gespielt. Und du hast ja alles irgendwie auf Tonträger gehabt. Du hast immer die Background-Musik parat. Ja, die Playbacks, Halb-Playbacks. Aber du hast ja über, was ist dein Repertoire, 200 Songs oder was hast du alles? Also ich habe es jetzt gerade aktualisiert, das, wo ich halt gar nicht mehr gesungen habe, die letzten 15 Jahre sowas rausgeschmissen. Die anderen, die wo ich habe, da habe ich ja meistens auch
die Original-Playbacks, ja. Und das sind schon so an die 300 Titel. 300. Ja, die, wo ich vielleicht jetzt spontan nicht so abrufen könnte, ja, wo ich jedes Wochenende mal gesungen habe, waren halt mehr die Party-Songs. So, ja, genau. Von Heimkunst bis über Hast du Herz wie ein Bergwerk oder sowas. Ja. Ja. Dann, was ich persönlich gerne singe, sind halt einmal ganz alte Schlager. Schuld war nur der Bossa Nova oder der Mann im Mond oder Souvenirs oder sowas. Ja. Genau. Aber, oder Hello Again. Also ich habe schon ein breites Bandbreite. Ja. Aber überwiegend Schlager. Singe ein bisschen Frank Sinatra. Ich kann mich gut erinnern, ich war ja mal mit Chris Roberts bei dir. Ja, genau. Genau. Du kannst immer 17 sein, hat er gesungen. Gell? Also das ist schon schön. Was hat dich das geschmerzt? Also es tut ja schon weh. Also ich habe... Es ist ja so wie ein Tsunami gekommen plötzlich, oder? Ja, also wie ich das dann definitiv gehört habe von der Versicherungsgruppe, dass das nicht mehr weitergeht. Wie haben die das gesagt? War die eiskalt? Eigentlich nur per Telefon, ja. Ich habe denen ja schon öfters einen Brief geschrieben, sogar mit einem Datum bis Ende September, weil ich muss ja meinen weiteren Weg planen oder so. Also wenn die jetzt das nicht abgerissen hätten oder reißen, dann hättest du weitergemacht, oder? Dann wäre es noch gegangen. Ich habe denen tatsächlich auch geschrieben, ob ich nicht noch einen 5- oder 10-Jahres-Vertrag verlängern könnte oder sowas. Und die haben aber schon die letzten 2 Jahre gesagt, dass sie wahrscheinlich keinen langen Vertrag mehr machen, weil sie da eine Grundsanierung planen. Also das haben sie mir schon mal gesagt. Aber dass jetzt schon so weit ist, das habe ich jetzt nicht unmittelbar gewusst. Ja. Und habe mir gedacht, na, jetzt ist ja heuer Corona, vielleicht dauert das noch ein bisschen und so. Und habe ja versucht, noch mal um 5 oder 10 Jahre das Vertrag zu bekommen. Hast du immer während Corona brav die Miete zahlt, oder? Ich habe keinen Euro, bin immer schuldig geblieben. Also das ist immer abgebucht worden. Habe gesagt, nicht gefragt, ob man irgendwas am Jahresende und sowas, weil mir fast schon bewusst war, dass die Schwierigkeit ja darin liegt, dass jetzt nicht Corona 2 Wochen oder 4 Wochen, wie sie alle am Anfang geglaubt haben, ja, selbst ich, wie das losgegangen ist, alle, so, haben gemeint, naja, dann danach fangen wir wieder an, oder es geht wieder ein Ding. Dass sich das natürlich so lange hinzieht, haben, glaube ich, jetzt die wenigsten am Anfang realisiert. Und ich habe mir schon damals gedacht, das ist Mann, wenn man jetzt so 3-4 Monate Stunde, die pacht jeden Monat, und muss das dann auf einmal zahlen und vielleicht hast du dann in einem halben Jahr gar nicht die Umsätze, die du früher gehabt hast, wieso in das überhaupt geht. Ja. Aber jetzt, also ich meine, ich bin ja, ich denke jetzt mal weiter, also du hast so einen Namen, du hast so ein Stammpublikum oder Stammgäste und also man, es war ja schön, also die Lage am Sendlinger Torplatz, aber meinst du nicht, dass da irgendwie eine schöne Räumlichkeit gibt, wo du sagst, ich zieh einfach um? Habe ich mir überlegt, so ein Original, das was es seit über 60 Jahren gibt, ja, um das gleiche, die gleiche Atmosphäre zu schaffen. Die Musik mitnehmen, das ist weniger ein Problem. Aber die mitnehmen ist wichtig. Mich mitnehmen, das ist auch kein Problem. Die fantastische Küche. Selbst ich bin ja nicht das richtige Original Roy. Ja. Das Roy war. Ja, aber du hast da was draus gemacht. Ich habe was draus gemacht wieder, habe es ein bisschen mehr auf Schlager umfunktioniert. Ja. Und es hat auch funktioniert, ja. Und ich habe mir schon gedacht, soll es jetzt woanders schnell was machen oder so? Nein, man denkt, nein, jetzt innerhalb 2-3 Monate irgendwas einfach aus dem Boden zu stampfen. Nein, nicht schnell, aber denk einmal drüber nach, es würde dir jetzt jemand eine schöne Räumlichkeit anbieten. Du brauchst ja jetzt nicht wahnsinnig viel Platz. Das war ja. Ja, ja. Nein, war, und sagen wir mal in der Innenstadt, wo du einfach sagst, da bin ich dann einfach jetzt umgezogen. Also. Denk doch mal drüber nach, weil also du bist ein Stück München. Es ist ja noch nicht alles am Ende. Ich habe ja gesagt, ich werde was machen, werde vielleicht jetzt ein bisschen pausieren. Ja, also ist ja gut, einfach mal runterkommen. Genau. Ja. Und werden wir bestimmt irgendwas einfallen lassen. Also ich war immer schon ideenreich und ich glaube, irgendwas werde ich finden. Und ich habe, zuerst haben wir uns kurz unterhalten, habe ich gesagt, wenn es vielleicht nicht mehr ein Nachtlokal ist, wo ich das 20 Jahre gemacht habe, vielleicht wäre es mal ein schönes Tageskaffee sowas. Ja. Mit ein bisschen anderen Sachen, wo man nicht so gewohnt ist in einem Kaffee oder so. Ja. Also da Ideen gibt es schon. Ja. Also einfach, du bist ja ein Allround-Talent. Also du, und du bist ja ein guter Wirt, du gehst auf Menschen zu und also... Ich bleib dabei, also denk mal drüber nach. Ja, also komm nochmal zurück auf das, was München TV gemacht hat. Wir sind Wiesn. Es war ein wahnsinnig Volltreffer. Ja?
einfach Tisch drin, jeden Tag moderiert. So könnte man natürlich auch sagen, wir sind Fasching, die Nahalla, wir sind Fasching. Also die Idee und da ist vielleicht hundertprozentig. Ich weiß jetzt nicht, ob da Interesse, aber ich denke mal, da ist schon irgendwie ein Dialog möglich. Wir sind Fasching und da einfach jeden Tag irgendwie anderen Verein zeigen, dann Moderation, also da, wir haben ja tolle Moderatoren, also da kann man wirklich das eine oder andere machen. Also, Material, also ist alles da, ohne Ende. Ist alles da und ich glaube, dass es auch nicht langweilig wird, weil ich glaube, gerade durch so eine Sendung erfahrt man dann aus dem Münchner Fasching mehr, was die einzelnen Leute vielleicht auch gar nicht wissen. Ja, und da kann man so viel über den Fasching erzählen. Ja. Und wo wirklich dann, und ich meine, wir haben es jetzt gesehen, in der Corona-Zeit hat unser Sender unglaublich viele Zuschauer zugelegt, weil die Leute zu Hause sind, gemütlich, die Leute kochen selber. Also wenn du in manchen Vierteln durch München gehst, mal so um 6 Uhr abends und die Fenster sind auf, dann riechst die Leute kochen selber. Und ich denke, du bist ein großartiger Faschingskoch. Also ich glaube, da... Das kann man auch noch machen, gell? Ja, genau. Musst du mal drüber nachdenken. Also gerade